Might wanna buckle up, baby. You're off to something. Is it revenge? Money. Am 10. Mai fand die Weltpremiere von Solo, A Star Wars Story statt und entgegen der Erwartungen vieler kam der Film sehr gut an und scheint einer der besseren Star Wars Filme zu sein. Doch schauen wir uns die Reviews doch mal etwas genauer an. Eines der ersten Reviews sagte somit, dass Solo sich völlig anders anfühlte wie die anderen Filme, aber es dennoch schafft, den Ton, die Charaktere und vor allem den Humor des Franchises umzusetzen. Ein weiteres besagt, dass der Cast sehr charmant sei. Zudem soll Solo mit guter Action und guten Einspielern gefüllt sein. Und genauso soll der Fanservice hervorragend sein, aber eben auch nicht den ganzen Film füllen. Auf Twitter wurden dann noch gesagt, dass der Charakter von Han Solo perfekt eingefangen wurde, die Geschichte aber natürlich aus erwarteten Ereignissen wie der Rettung Chewies oder dem Sabacc-Spiel basiert. Diese sollten aber doch ein wenig unvorhersehbar sein und ihren eigenen Weg gehen. Ein letzter User sagte dann noch, dass Alden Ehrenreich den Charakter perfekt verkörpert, genauso wie sein Kollege Donald Glover es mit Lando tut. Zudem sagt dieser dann noch, dass man den Gerüchten und Hassreden keinesfalls glauben sollte, da der Film ein wirkliches Abenteuer sei. Zum Ende hin sollte man jetzt aber natürlich noch anmerken, dass die ersten Kritiken zu Die letzten Jedi auch sehr gut ausfielen, der Film schlussendlich aber vielen überhaupt nicht gefallen hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt nicht auf den Film freuen können, denn besonders ich habe jetzt noch wesentlich mehr Lust auf den Film als zuvor. Ja, ich kenne einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Hab da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. Aber was denkt ihr, ist der Film wirklich so gut, wie es jetzt alle sagen? Von meiner Seite aus werdet ihr es auf jeden Fall spätestens am 25. Mai erfahren.